Also durch die Situation habe ich zum ersten Mal Fernunterricht via Teams erlebt. Für mich war das sehr angenehm gewesen. Der Stundenplan ist beibehalten worden. Wir haben den Unterricht wie gewöhnlich gehabt, außer dass wir halt am Laptop Unterricht gehabt haben, via Call oder Chat. Dann, was ich auch sehr gut gefunden habe, ist, dass die Schule freiwillige Prüfungen gemacht hat. Somit hat man sich zum Vorsemester nur mehr verbessern können. Praktisch gesehen haben wir halt, also haben wir in unserem Betrieb 2 Monate gefehlt. Wir haben daheim gelernt, wir sind freigestellt gewesen. Schlussendlich haben wir dann halt wie 2 Monate weniger Praxiserfahrung gehabt, aber die Leistungsziele haben wir trotzdem können erreichen. Und ich denke, das ist die Hauptsache. Also unsere Berufsbildnerin Gesa Geisser hat uns besonders in den 2 Monaten sehr gut unterstützt. Wir haben jeweils Anfangswoche einen Wochenplan geschickt, wo wir aufgelistet haben, was wir wollen lernen. Das hat mir persönlich sehr gut geholfen, damit ich meine Woche schon im Vorfeld geplant habe und konnte schauen, ob ich meine Ziele erreicht habe. Dann am Freitag haben wir jeweils einen Anruf mit der Gesa geführt und haben so den persönlichen Kontakt aufrechterhalten. Die Schule hat uns grundsätzlich sehr gut unterstützt. Ich finde auch, der Fernunterricht hat gut funktioniert. Wo uns die Schule zukünftig könnte unterstützen könnte, ist, dass wir, wenn wir nach der Sommerferien zusammensitzen könnten und könnten schauen, wo es allenfalls noch Aufholbedarf gibt, dass wir das nochmal repetieren können, dass sich dort Zeit genommen wird. Chancen sehe ich von dieser Situation vor allem in der Digitalisierung. Unternehmen sind sicher besser auf solche Situationen in Zukunft vorbereitet. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind eher dazu bereit, Homeoffice zu machen. Und schlussendlich denke ich, die Situation hat die Digitalisierung sicher ein Stück vorantrieben.